Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Brotherhood zur wahrscheinlich letzten Aufnahme, denn wir sind jetzt ja nur noch mal hier, um die letzten Glyphenrätsel zu lösen. Habe ich ja gesagt, das würde ich gerne noch machen. Moment, wo waren die Sachen? Karte? Nein, nicht hier. Datenbank. Die Wahrheit. Wie viel haben wir denn? Das möchte ich erstmal schnell gucken. Ach, wir haben alle schon gefunden? Ne, haben wir nicht. Nein, die fehlen uns noch. Drei Stück fehlen noch. Okay. Die müssen wir noch spielen. Das haben wir schon. Das müssen wir noch machen. Okay. Also drei finden und zwei nochmal machen. Nein, Moment. Wir suchen erstmal die fehlenden. Wir haben noch gar nicht alle gefunden. Das ist ja toll. Haha, toll. Das sind ja die besten Voraussetzungen. Huch, nein. Sortieren. Erstmal gucken. Doch, wir haben doch alle gefunden. Das heißt nur, wir haben... Nee, fehlender Eintrag. Ach so, das heißt, die haben wir noch nicht gemacht. Ja, es ist natürlich die Frage, welche von denen haben wir schon gemacht. Also, das da weiß ich, das haben wir gefunden. Haben wir jetzt das gefunden oder das gefunden? Okay, und die andere Frage ist, wie finden wir die hier? Eine Möglichkeit wäre natürlich, ich weiß, dass wir noch nicht alle Aussichtspunkte haben. Wir haben ja auch noch so Erinnerungen. Vielleicht spiele ich die auch noch. Wir haben hinten eh noch einen Aussichtspunkt. Okay, wir werden das so machen. Wir werden auch noch die restlichen Borgia-Türme befreien. Warte mal, kann ich hier filtern? Anzeige einstellen? Ich möchte das nicht haben, das nicht, das möchte ich haben. Weg. Das kann bleiben, das lasse ich auch mal. Rekrutieren lasse ich auch. Aussichtspunkt, ja. Das kommt auch erstmal weg. Das kommt auch erstmal weg. Flaggen. Ja, die können bleiben. Federn, haben wir eh keine. Schätze mache ich auch erstmal weg. Das kann alles erstmal weg. Außer vielleicht, Moment, ich möchte kurz gucken, Leonardo. Ist der überhaupt noch da? Ich glaube nicht, oder? Den lasse ich mal ein. Das sind die Taubenschläge. Ah, okay. Die bleiben auch erstmal aus. Das kann anbleiben. Okay. Achso, das ist unser Unterschlupf. Was war das hier jetzt? Rosa Infiore. Templeragent. Okay, ich glaube, ich würde erstmal hier hingehen. Ja. Mal sehen, ob wir die Punkte alle noch finden. Das wird, glaube ich, gar nicht so einfach, die jetzt noch zu finden. Ich dachte eigentlich tatsächlich, man wird mit der Quest da irgendwie vorbeigeführt, dass man die gar nicht selbst suchen muss, aber scheint ja doch nicht so zu sein. Na gut, dann machen wir das halt so. Wir suchen die schnell oder versuchen es schnell zu finden. Zur Not kann ich ja auch nachgucken. Wir werden es natürlich erstmal selbst versuchen, aber wenn wir es echt nicht finden, da werde ich da keine 1000 Folgen damit verbringen, diese Orte zu finden. Da werde ich dann doch... Huch! Ja, hast du gut gemacht, Ezio. Nimm mal was zum Trinken. Kommen wir hier hoch? Kommen wir da hoch? Ja, sehr schön. So, das da ist dieses große Gebilde. Da gab es mal eine Glyphe, das weiß ich noch, aber die haben wir ja schon. Das hier? Können wir ja mal machen. Wir haben ja das Geld. Wir haben leider alle frommen Landschaftsbilder ausverkauft, aber wir nehmen noch Bestellungen fürs nächste Jahr. Es gibt vorgearbeitete religiöse Szenen bereits vorbereitet für euren Namenszug. Außerdem mein Namenszug. Haben wir viele Porträtmaler. Ja, ja, also okay. Verewigen. Mein Namenszug. Tschu-tschu. Vorsicht, Freundchen. Kein Problem, ich bin vorsichtig. Mir passiert schon nichts. Nur vielleicht den anderen Leuten. Donnerstag. Neue Mitglieder für die päpstlichen Streitkräfte.
Streitkräfte. Verfolgt ihr uns immer noch? Nö. Okay. Also das hier war das Ding. Diese Kuppel, da hatten wir auch schon eine Glyphe drin. Die haben wir aber gefunden. Sonst würde es uns das ja anzeigen. Glaube ich. Da haben wir noch einen Schnellreisepunkt. Den mache ich auch mal frei. Yep. Mal sehen, vielleicht können wir mit dem ja auch irgendwie weiter nach oben reisen. Das kann ja möglich sein. Da müssen wir nicht ganz so viel rumlaufen. 8 von 18. Wir waren sehr ungründlich, möchte ich sagen. Rosa Fiore ist da unten. Kaserne ist da drüben. Südliche Champagne. Nee, haben wir alles nicht. Diebesgilde ist da unten. Na gut, wir müssen hochlaufen. So weit ist es ja gar nicht mehr. Ich hoffe nur echt, wir finden dann die letzten Glyphen. Wir müssen eigentlich am meisten Ausschau halten nach größeren Gebäuden. Diese Glyphen sind immer an großen, auffälligen Gebäuden. Ist das die Engelsburg? Ich bin mir echt nicht sicher. Haben wir die Glyphe dort gefunden? Das wäre halt echt toll, wenn man das sehen könnte. Weil es wird nur angezeigt, wenn man die auch schon gelöst hat. Huch. Also es ist halt so ein bisschen doof. Vielleicht sollten wir doch erstmal versuchen, die wir haben, zu lösen. Aber ich wollte halt alle finden und dann alle hintereinander lösen. Ah, mal sehen. Jetzt hüpfe ich erstmal da drüben zu dem Aussichtspunkt. Irgendwo da drüben. Guten Tag, die Herrschaften. So, irgendwo hier muss das sein. Hier ist dann auch die Erinnerung mit Claudia. Hieß die Claudia? Nee, Claudia ist unsere Schwester, oder? Ach, ich weiß es nicht mehr. Du weißt, was ich meine. Namen sind halt nicht so meine Stärke. Doch, ich glaube, es war Claudia, oder? Katharina? Oh, ich weiß es echt nicht mehr. Ah, Santa Maria de Marie Mag... irgendwas. Jetzt... natürlich, das schafft er nicht. Moment. Wo war hier das Waffenrad? Hier nicht. Ah. Ja. Probleme, der Herr. So, vielen Dank. Ein Armbrustbolzen. Oh, der war voll. Naja. Hä, wie kommen wir denn hier hoch? Hier außen? Doch hier? Nee. Ah, warte, ich glaube, ich weiß wie. Wir müssen von hier aus wahrscheinlich dran springen. Das könnte eventuell funktionieren. Vielleicht. Weiß nicht. Schaffen wir es da hoch? Na komm schon. Yay, sehr gut. Ich bin stolz auf dich, Ezio. So, jetzt nach oben. Einmal umgucken. So, nun ist die Frage der Fragen dieses, was wir gerade gefunden haben. Ist das einfach... ah, guck mal hier. Machen wir gleich. Ich möchte nur erstmal schnell... hier haben wir einen Punkt. Oh. Also ein Schnellreiseding. Yep. Einmal renovieren. Und dann möchte ich mich hier umgucken, wo dieses... wie heißt die Glyphe hier ist. Die muss irgendwo hier sein. Ich weiß halt nur noch nicht genau wo. Weiß ich, was ist das Gebilde? Das sieht nämlich irgendwie besonders aus. Ich kletter einfach mal hier hoch. Auf jeden Fall haben wir von hier oben eine gute Aussicht, falls sie hier nicht sein sollte. Es ist hell. Ach, das ist die Sonne. Na gut. Die Sonne können wir, glaube ich, nicht einsammeln. Können wir hier hoch? Ist da oben was? Nö.
Vielleicht hier drüben irgendwie? Nein. An dem Basilisken? Nö. Da drüben auch nicht. Ich guck mal kurz. Moment. Datenbank, Orte. Das ist das, wo wir jetzt gerade sind. Santa Maria dem Miracoli und Santa Maria di Monte Sante. Koordinaten schon vielleicht mal überprüfen. Okay, das sind die beiden Kirchen, auf denen wir gerade drauf sitzen. Das sind die zwei, also muss das irgendwo hier sein. Die Frage ist jetzt natürlich nur wo. Da drüben sehe ich auf jeden Fall mal eine Flagge. Hui! Naja. Dann nehme ich mir mal die Flagge mit. La Flagga. Hallo? Du solltest... Ah, jetzt. Okay. Eine Karte ist für Federn und Flaggen jetzt erhältlich. Habt ihr das richtig gesehen? Warte, ich höre, glaube ich, was. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ah, da. Dann hätte ich das vorhin schon mal gesehen. Nein! Ah, du Depp! Warum tust du das? Okay. Nochmal hier hoch. Wir müssen von hier aus nach oben. Also zu dem Dings. Hopp. Kannst du da hinfassen? Ah, sehr schön. Mal sehen. Ich schaue es mir mal an. Vielleicht kann ich es gleich lösen. Man weiß es ja nie. Box, bitte einmal verschwinden. Daten werden initialisiert. Viele andere Daten ploppen auf. Cluster 8. Laden. Ein Schieberätsel, das zu einem Testbild wird. Okay, wenn ich den... Okay, der ganz Innere lässt sich nicht drehen. Das müsste so sein. Huch. Erstmal gucken, wer lässt sich mit wem drehen. Okay, ich glaube, das wird echt knifflig diesmal. Ich drehe jetzt erstmal irgendwie so. Das hat schon gestimmt. Den ganz Inneren konnte ich nie alleine drehen, gell? Nein. Ich weiß nicht, wenn man hier einfach immer weiter dreht, wird das dann irgendwann von alleine gelöst? Dieser hier, der zweite von außen, der dreht sich nur dann mit. Okay, bringt uns neu irgendwie nichts, war nur eine Feststellung. Jetzt stimmen die überein. Wenn ich... Moment, ich muss mal kurz gucken. Okay, nein. Wir suchen erstmal alle anderen. Ich würde hier jetzt zu lange rummachen. So, zwei fehlen noch. Achso, warte, ich muss einen neuen Ort auf der Karte markieren. Aussichtspunkt. Irgendwo hier müsste einer sein, theoretisch. Ach ja, das sind beide Aussichtspunkte und Türme. Markiere ich mal. Nein. Nein, mach das weg, Mann. Das Blaue, genau. So, aber wir reden hier unten erstmal mit unserer Liebsten, wie auch immer sie gleich nochmal hieß. Hallo.